Grüß Gott, herzlich willkommen. Ein erstes Archicad-Tutorial-Video. Ich möchte Ihnen zeigen, wie ich mir Archicad einrichte, wenn ich es zum ersten Mal öffne, beziehungsweise wenn ich es installiert habe. Und da habe ich erfahrungsgemäß ein paar Dinge, die brauche ich nicht und andere Sachen, die hätte ich gerne. Und das kann man sich alles ein bisschen einstellen. Da geht es um zwei Dinge. Das eine ist die sogenannte Arbeitsumgebung, also die Konfiguration der Paletten auf Ihrem Monitor, und das andere ist die Art und Weise, wie die Datei strukturiert ist. Da werde ich zum Beispiel eine Datei haben wollen, die keine vorgefertigten Ebenenkombinationen enthält, sondern das so, wie ich das möchte. Also müsste ich da eine Datei einrichten und die dann als Vorlagedatei speichern. Also Vorlagedatei im zweiten Schritt, im ersten Schritt die Arbeitsumgebung. Ich will nicht besonders ausführlich das Ganze machen, weil das meiste wissen Sie schon. Also es gibt Paletten, es gibt den Werkzeugkasten, es gibt hier oben eine Symbolleiste, die Menübefehle zeigt in Iconform, wie zum Beispiel Drucken, Sichern und Drucken, aber auch andere, die Archicad-spezifischer sind, wie zum Beispiel die Transparentpause. Also ein ziemlicher Gemischtwarenladen von Menübefehlen, die sich da oben verbergen. Das ist jetzt nicht mein Geschmack, deswegen werde ich die gleich löschen. Genauso den Navigator, den brauche ich eigentlich jetzt beim Arbeiten zunächst erstmal nicht. Es kann sein, dass er, wenn die Datei komplexer wird, sinnvoller wird, aber im Moment brauche ich ihn nicht, weil ich habe, ich glaube seit Archicad 19, die Möglichkeit hier durch einen kleinen Mini-Navigator zumindest auch zu navigieren zu meinen entsprechenden Teilansichten oder Darstellung meines Projekts. Ja. Hintergrund des Ganzen ist, ich habe nur begrenzt Platz auf meinem Monitor. Ich möchte auch nicht so eine extrem kleine Auflösung haben, weil ich eine Brille trage, und überhaupt auch für diese Videos, auch dazu hätte ich es gerne etwas größer alles. Das heißt, ich bin auf Platz angewiesen zum Zeichnen, und deswegen jede Palette, die ich nicht brauche, muss dann erstmal weg. Wohl wissend, dass ich die ja wiederholen kann, weil alle sich ja hier oben und im Fenstermenü unter Symbolleisten oder Paletten bereithalten, dass ich sie öffne. Also zum Beispiel hier der Navigator, da ist er ja. Den kann ich also hier übrigens auch ausblenden und einblenden. Also sind ja nicht weg, das will ich damit nur sagen. Gut, also wie gesagt, zuerst einmal ist die Arbeitsumgebung dran. Vielleicht das allererste, der Werkzeugkasten. Der Werkzeugkasten ist natürlich ganz wichtig, weil ich da ständig reinklicke, um irgendwelche Werkzeuge auszuwählen. Ich persönlich würde, wenn ich keine Videos machen würde, den Werkzeugkasten so haben wollen, dass ich keine Wörter da sehe, weil ich die nicht brauche. Früher gab es die ja auch nicht, mal ganz früher. Und aber jetzt natürlich für die Anschaulichkeit meiner Videos ist es vielleicht ganz gut, dass die Wörter da stehen. Es ist ein bisschen größer und man kann es besser lesen, erkennen. Insofern lasse ich die jetzt mal. Ich mache den genauso groß, dass ich oben Markierungsrahmen ganz lesen kann. Wenn es ein bisschen weniger ist, dann macht er da so Punkte hin. Und wenn ich es weiter rausschiebe, wird es zweispaltig. Das will ich auch nicht. So. Dann brauche ich, wie gesagt, den Navigator nicht. Ich kann den jetzt entweder so da rausziehen und ausklicken, oder ich kann das auch über das Menü machen. Ich mache es jetzt aber erstmal so ganz praktisch hier mit diesem Mauszeiger. Auch diese Beschreibungenpalette, die ich jetzt auch wirklich erstmal nicht brauche, kann ich auf diese Weise schließen. Wie gesagt, ich kann mir ja später alles wiederholen. Dann hatte ich schon gesagt, das ist Sammelsurium von Menübefehlen in dieser Symbolleiste, ist jetzt mein Geschmack. Brauche ich nicht, deswegen ziehe ich die da raus und mache die auch aus. Dann bleibt hier oben die Attributepalette übrig. Die sind sehr schön hier oben über Elementattribute angeordnet. Deswegen brauche ich die jetzt da in der Form auch nicht. Was ich praktisch finde, weil es einfach Befehle zusammenfasst an einer Stelle, die man häufiger braucht, sind für mich die Symbolleisten Bildschirmdarstellungsoptionen. Da sind sie. Also was sehe ich eigentlich auf dem Monitor? Zum Beispiel echte Linienstärken, ja, nein. Aber auch zum Beispiel die Frage, wie sind Morphs dargestellt oder wie sind Textecken, gibt es beim Text eine Begrenzung oder nicht und so weiter. Also das ist, kommt aus verschiedenen Teilen der Menüs. Deswegen ist es gut, dass es da zusammengefasst ist in diesem Fall, also nach meinem Geschmack. Und jetzt gibt es noch was anderes, das ist noch ein bisschen größer. Elemente bearbeiten, da sind sehr viele Editierungsbefehle unter einem Dach oder in einer Palette vereinigt, also zum Beispiel die Größenänderung, die Längenänderung, das Trimmen, das Anpassen, Versatz, aber auch hier Solid Element Befehle, also Sachen, die in den Menüs an ganz verschiedenen Stellen stehen, in verschiedenen Menüs sind hier zusammen. Elemente bearbeiten muss man halt oft, deswegen ist es für mich jetzt praktisch. Ich probiere es mal. Ja? Ich
Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die wirklich alle brauche, aber ich mache das jetzt mal. Ich schiebe die da oben hin. Man muss einfach auch gucken, wie man arbeitet. Man kann hier übrigens einen Abstand haben. Das flutscht also noch nicht so ganz so magnetisch da oben. Mache das jetzt mal mit Abstand, dann kann ich es besser auseinanderhalten. Wer weiß, was ich noch alles irgendwann mal brauche. Wenn ich merke, dass ich etwas häufiger brauche, dann kann ich es mir noch dazu holen. Das andere, was ich mich immer gefragt habe und Sie sich vielleicht auch, und was mir jetzt erst so richtig klar wird, ist, eigentlich ergibt es keinen Sinn, Symbolleisten und Paletten in getrennten Ordnern da anzubieten. Es ist auch immer so ein bisschen schwierig, das dann zu finden, weil man denkt immer, es ist da oder es ist da. Letzten Endes sind das alles Paletten. Und letzten Endes könnten die alle an der gleichen Stelle stehen, tun sie aber nicht. Paletten haben einfach eine andere Geometrie, die sind irgendwie eckiger, also rechteckiger. Das ist jetzt alles ein bisschen, zum Beispiel sagen wir mal die Elementinformationen. Das ist dann sowas hier, das ist eine Palette, das hier oben ist eine Symbolleiste gewesen. Jetzt könnten die natürlich auch so angeordnet werden, dass es ein flächigeres Panel ergibt. Aber das ist halt nicht so, wir haben sie jetzt getrennt. Ich kann auch diese jetzt nicht einfach da oben hinschieben und da in der gleichen Weise anordnen. Das betrifft vor allen Dingen eine Palette, die ich sehr gerne habe, die ich immer schon benutze, seit ewigen Zeiten, den Ebenenumschalter. Auch der lässt sich jetzt nicht da oben einbauen. Ne? Das geht nicht. Der passt da nicht rein. Wenn ich den haben will, dann muss ich ihn da einbauen. Der ist auch ein bisschen breiter als der. Also das ist irgendwie der einzige echte Unterschied, dass man Symbolleisten und Paletten nicht in der gleichen Weise zusammendocken kann. Zumindest erstmal so nicht, wie ich das jetzt hier gerade will. Ist ja jetzt auch nicht so dramatisch. Da hat jedes Programm so ein bisschen seine Tradition und das ist bei Archicad eben hier an der Stelle so. Gut, also lassen wir es mal bei diesen beiden Symbolleisten, Elemente bearbeiten, Bildschirmdarstellungsoption. Habe ich jetzt beide da oben angeordnet. Und jetzt ist es so, ich kann diesen, jetzt nehmen wir mal an, ich bin fertig, kann ich das Ganze speichern als Arbeitsumgebung. Da gibt es unter Option Arbeitsumgebung. Noch einmal das Wort Arbeitsumgebung und dann kann ich da sagen, ich hätte gerne das als neues Profil gespeichert. Und dieses neue Profil soll mal HS heißen. Da ist alles Mögliche gespeichert in der Arbeitsumgebung, nicht nur die Paletten, die ich da gerade hin und her geschoben habe, sondern auch noch, man sieht das hier so an Unterordnern. Also ich habe zum Beispiel, ich kann alle Werkzeuge auch frei konfigurieren, ich kann auch welche wegnehmen, die ich nicht brauche. Ich kann Kurzbefehle ändern, also Tastaturkürzel, ich kann alles Mögliche machen. Alles, was sozusagen über die Datei hinaus generell in Archicad für mich so funktionieren soll, wie ich das haben möchte, kann ich als sogenannte Arbeitsumgebung speichern. Ich habe jetzt nur einen ganz kleinen Teil davon gemacht, eine Art kosmetische Behandlung meiner Oberfläche, zwei Paletten weg, zwei dazu getan, also nee, vier, zwei Paletten habe ich entfernt, zwei Symbolleisten und habe zwei neue Symbolleisten hinzugefügt. Jetzt kann ich meine Arbeitsumgebung immer unter dem Befehl Profile anwenden aufrufen. Falls aus irgendeinem kühlen Grunde mal eine andere Arbeitsumgebung zu sehen sein sollte, wie zum Beispiel das fortgeschrittenen Profil, wo der Werkzeugkasten ohne Wörter auskommt, ich dafür aber eine Favoritenpalette habe und auch hier die Transparentpause wieder dabei, dann und ich möchte aber meine wiedersehen, dann gehe ich einfach auf Arbeitsumgebung, Profil anwenden, HS und dann ist meine Arbeitsumgebung wieder zu sehen. Arbeitsumgebung kennen wir aus allen Programmen, mit denen wir arbeiten. Das gibt es auch bei Photoshop. Das sind immer 4D. Da ist es dann Layout. Letzten Endes ist das immer die gleiche Idee. Wir können uns die Oberfläche zusammenstecken, wie wir das möchten. So, nächster Punkt. Das ist Archicad generell. Wie sieht Archicad aus, wenn ich es öffne? Das andere ist die Frage, wie sieht die Datei aus, die ich öffne? Vor allen Dingen auch, wenn ich eine neue Datei aufrufe, unter Neu, Neu, Steuerung N, Apfel N, Command N. Und das ist jetzt sozusagen abhängig davon, welche Vorlagedatei ich benutze. Zunächst einmal mache ich mir jetzt eine Vorlagedatei. Ich klicke zum Beispiel diesen Text weg, wo drin steht, dass ich mir eine Vorlagedatei erstellen kann und sollte. Zweitens möchte ich gerne, dass immer 1 zu 100 in 100% Darstellungsgröße geöffnet wird, allerdings bei sichtbarem Koordinaten-Nullpunkt. Das Raster kann meinetwegen an sein. Ich stelle das eigentlich lieber ab, aber für die Videos finde ich das ganz gut. Da haben wir immer gleich einen Hintergrund, deswegen lasse ich das jetzt mal an. Der einzige wichtige Punkt, der mir jetzt einfällt für die Datei, die ich am liebsten immer hätte, ist, dass ich nicht diesen Wust an voreingestellten Ebenen haben möchte. Ich muss gestehen, ich mache nicht hauptsächlich
richtige Bauprojekte mit Archicad. Ich benutze das eher zu Ausbildungszwecken und für kleinere Projekte. Deswegen ist für mich diese Ebenenstruktur mit den für ein typisches Bauvorhaben sinnvollen Benennungen letzten Endes sinnlos. Und zwar nicht nur sinnlos, sondern sogar kontraproduktiv, weil ich dann kleinere Dinge zeichne, die dann sich in einem sehr umfangreichen Ebenenset verstecken, könnte man fast sagen. Also man muss sich das so vorstellen wie Sie haben eine Wohnung mit extrem vielen Schränken, mit Schubladen und so weiter, haben aber nur ganz wenig Sachen, die Sie dann in ganz wenigen dieser Schubladen verteilt haben. Und dann ist natürlich klar, das Problem ist immer, wo habe ich es denn jetzt? Und das ist das Gleiche, was ich hier auch habe. Das ist meine Beobachtung, auch wenn ich Studenten betreue, immer mich in fremden Dateien zurechtfinden, wo dann immer irgendwo in einer Ebene nach irgendwelchen Kriterien irgendwelche wichtigen Teile der Projektdatei drin stecken. Deswegen ist für mich zunächst einmal, wohl wissend, dass die Vorlagedatei ja nicht gelöscht wird, wichtig, dass diese Ebenen alle verschwinden. Das mache ich hier mit alle wählen, löschen. Das ist erstmal das Einfachste. Ja, Elemente löschen, das heißt, also falls ich Elemente hätte in der Datei, gezeichnete, die wären auf irgendwelchen Ebenen, würden die jetzt auch verschwinden. Das macht aber nichts, da ich ja nichts gezeichnet habe. Archicad-Ebene bleibt als Basis, so wie die Hintergrundebene in Photoshop, könnte man sagen. Was ich jetzt auch nicht brauche, sind die Ebenenkombinationen. Die kann ich leider nur einzeln löschen, soweit ich weiß. Seitdem ich Archicad kenne, 1998. Ich weiß nicht, ob es so lange schon Ebenenkombinationen gibt, aber zumindest weiß ich seitdem nicht keinen besseren Weg, Ebenenkombinationen auf einmal zu löschen. Also mache ich das mal ganz geschwind, so schnell wie es geht. Ich kann das ja auch mal kleiner machen. So, kleiner geht es nicht. Weil die Ebenenkombination natürlich die bestimmte Konstellation von sichtbaren und unsichtbaren Ebenen speichern, natürlich sinnlos geworden sind, dadurch, dass ich ja die Ebenen gelöscht habe. Hintergrund ist, wie gesagt, ich möchte, wenn schon, mir eine eigene Ebenenstruktur schaffen, wenn ich ein Projekt beginne. Und das mache ich auch immer sehr gerne. Und dann weiß ich auch immer genau, wo alles ist. Also das ist mir sehr wichtig. Möchte ich auch immer jedem ans Herz legen, der ein Projekt startet. Denke mal auch, dass es in jedem Büro so wäre, dass man sich seine eigene Ebenenstruktur schafft. Das ist also eine Art Muster, was einem Graphisoft anbietet. Das ist auch wirklich super, aber ich brauche das Muster jetzt nicht. Ich muss ein eigenes Muster nehmen. Wenn ich jetzt auf OK klicke und ein traditionelles oder sagen wir mal ein Standardwerkzeug auswähle, dann wie das Wandwerkzeug, dann sehe ich natürlich, dass jetzt die Ebene fehlt. Wenn ich zeichnen möchte, dann, was mir fast immer passiert, ich denke da nicht dran, kommt hier die Bemerkung, ich soll eine Ebene wählen, das muss ich dann halt machen. Entweder die Archicad-Ebene, die ja praktischerweise noch da ist, oder aber eine andere neue Ebene, die ich angelegt habe. Und dann kann ich eben auch zeichnen. Jetzt ist diese Wand auf der Archicad-Ebene, das ist jetzt bei jedem anderen Werkzeug auch so. Wenn ich das auswähle, steht hier immer fehlt. Ich könnte in einem weiteren Schritt jetzt mir Ebenen anlegen und könnte auch in einem noch weiteren Schritt für jedes Werkzeug angeben, auf welcher Ebene soll denn da voreinstellungsmäßig gezeichnet werden mit diesem Werkzeug. Und dann könnte ich auch das wieder als Vorlage speichern. Dann hätte ich dieses holprige Problem mit dem, dass die Ebene fehlt, nicht mehr. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich glaube, Sie haben verstanden, worum es geht und das mache ich mir dann später. Aber das brauche ich nicht im Video zu zeigen. Das dauert dann zu lange. So, ich brauche diese Wand natürlich nicht. Jetzt habe ich hier immer noch 1 zu 100, 100% Darstellungsgröße. Meine Ebenenpalette ist angenehm leer. Eine leere Wohnung, die ich jetzt einrichten kann, wie ich möchte. Und ich speichere das Ganze jetzt erst einmal als Vorlagedatei. Der Befehl heißt Ablage sichern als. Ganz wichtig, Archicad Projektvorlage ist das Dateiformat. Und ebenso wichtig ist, wo legen Sie das Ganze hin? Also ich mache das so, ich habe mein User-Verzeichnis, Sondermann, dann gibt es da ja einen Ordner beim Apple, der heißt Programme oder Applications. Gibt es bei Windows ja genauso. Da lege ich mir einen neuen Ordner an, der heißt Archicad 19. Das ist einfach gut, dass meine selbst eingestellten Dinge auch in meinem Home-Verzeichnis liegen. Und in meinem User-Verzeichnis, nicht auf dem zentralen Computer-Verzeichnis. Und natürlich nenne ich es nicht ohne Titel, sondern ich nenne das HS. Ist meine erste Idee immer, meine Initialen zu nehmen. HS im Archicad 19, im Applications-Ordner, in meinem User-Verzeichnis, Speicherformat, Projektvorlage, sichern. So, und wenn ich jetzt auf Neu gehe, ja, Command N, Steuerung N,
Dann steht da Vorlage verwenden, ja? Und dann kann ich hier aussuchen aus den Voreinstellungs-Vorlagedateien, die Graphisoft geliefert hat. Da gibt es offensichtlich zwei. Ich kann aber auch sagen, nee, ich habe ja gerade eine erstellt, die hätte ich jetzt eigentlich ganz gerne und nach der suche ich jetzt nach Vorlage suchen. Und dann muss ich ganz kurz in mein Home-Verzeichnis gehen, Archicad 19, da ist sie. Die wird jetzt ausgewählt und jetzt kann ich sagen neu und dann wird sozusagen meine Vorlagedatei geöffnet, beziehungsweise eine Kopie davon, denn das ist der Witz der Vorlagedatei, sie wird nie original geöffnet, sondern immer als Kopie. Sie heißt dann auch ohne Titel und nicht HS wie in diesem Fall. Wenn ich sie jetzt sichern würde oder wollte, würde ich gefragt, unter welchem Namen ich diese Kopie sichern möchte als Solo-Projekt. Also das ist ja auch das Wesen der Vorlagedatei, dass man sie nicht überschreiben kann. Sonst wäre sie ja ganz schnell geändert und eine etwas anderes. Und jetzt habe ich sozusagen meine eigene Vorlagedatei. Wenn ich jetzt wieder auf Neu gehe, nur das noch kurz, dann wird die sozusagen da auch angezeigt. Ich habe hier meine Archicad-Originalvorlagedateien und meine eigene. Okay, das war's. Ich habe mir die Arbeitsumgebung angepasst. Ich habe meine Vorlagedatei erstellt. Jetzt geht's weiter und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.